Sie können die Warenkorbverwaltung von der Startseite aus erreichen. Klicken Sie auf die Blase Lage und anschließend auf die Blase Warenkorbmanagement und dann Warenkorbstatus. Auf diesem Bildschirm werden die Warenkörbe nach ihrem Status geordnet angezeigt. Erstellt, eingereicht, genehmigt, versendet und eingetroffen. Für die erstellten Warenkörbe ist Ihre Eingabe erforderlich. Die anderen Warenkörbe können zwar angesehen, aber nicht geändert werden. Klicken Sie auf den Warenkorb, den Sie genehmigen oder ablehnen möchten. Wenn Sie die Maus über die Produktvorschaubilder bewegen, werden die Preise der Produkte angezeigt. Klicken Sie auf eines der Produktvorschaubilder, um die Menge der zu bestellenden Produkte anzupassen. Wenn Sie möchten, können Sie auch spezielle Angebote in Ihren Warenkorb aufnehmen. Sie können die Versandoptionen auswählen, eine Couponnummer eingeben und die Lieferadresse auswählen. Bisher können Sie Ihren Auftrag noch abändern. Geben Sie jetzt die Auftragsnummer, wenn notwendig, ein und klicken Sie auf Checkout, um Ihren Auftrag abzuschicken. Die Bestätigungsnummer Ihres Auftrags wird angezeigt.